Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal wieder um meinen Audi 5000. Der steht hier. Da habe ich ein Problem. Und zwar demonstriere ich euch das gerade mal. Ich mache die Haube auf, lasse los und die geht immer wieder zu. Ja, da habe ich mir soweit immer geholfen und hier so eine Stange genommen, die hier zwischengeklemmt, so, damit die Haube dann aufbleibt. Das ist aber auch nicht die Lösung. Ja, von daher habe ich mir jetzt neue Haubendämpfer bestellt, die ich jetzt gerne einbauen möchte. So, dann noch vorher ein kleiner Tipp. Also bevor ihr die austauscht, baut euch auf jeden Fall so eine Vorrichtung, hier so wie diese Stange, dass die Haube offen hält. Weil sobald ihr einen Dämpfer löst, knallt das Ding richtig runter. Und das wollt ihr ja nicht. Also, los geht's. Ich fange mal an der Fahrerseite an. Hier haben wir den alten Dämpfer, der ist hier oben befestigt. Mit so einem Splintring, den versuche ich jetzt einfach mal rauszuziehen. Ja, da habe ich ihn auch schon. So sieht er aus. Dann ist hier oben so ein Splint reingesetzt, den kann man rausdrücken. Kommt das schon. Der sitzt natürlich jetzt ganz fest da drin. Dann am besten die Stange kurz wegnehmen und ein bisschen an der Haube wackeln. Ja, gibt schon nach. So, es hat ja natürlich alles ein bisschen Spiel da oben. Deswegen. So, da habe ich ihn schon. Dann auf jeden Fall nicht vergessen, die Stange wieder dran zu machen, die die Haube im Moment oben hält. So, und dann kann es unten weitergehen. Hier unten haben wir es ein bisschen anders. Da ist so ein Plättchen mit so Widerhaken dran. Versuche ich jetzt auch mal loszuhebeln. Ja, da habe ich es schon. Das ist dann dieses Plättchen. Gut, damit ist es unten auch lose. So, und auf der Unterseite sieht man, müsste ich das jetzt eigentlich nur rausschieben. Ja, da küttet. So. Habe ich. Ja, und oben hat sich auch direkt gelöst. Da haben wir. So, dann nochmal die Haltestange von der Haube gegenchecken. Jawohl, hält, weil sonst knallt dieser auf jeden Fall sowas von runter. Gut, dann mache ich jetzt die Stellen hier ein bisschen sauber, hier unten und oben, und auch diese Teile, die jetzt hier wieder eingebaut werden, einmal schön sauber machen, und dann kann der neue Dämpfer eingebaut werden. An dem alten Dämpfer ist mir jetzt noch was aufgefallen, und zwar hat der schon ein bisschen Öl verloren. Hier unten kann man das sehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt einfängt, und hier unten auf jeden Fall. Da kann man sehen. Das ist natürlich immer ein Indiz, dass der Dämpfer so langsam dann den Geist aufgibt, wenn er das Öl verliert.
versuche den mal reinzudrücken. Ja, ein bisschen. Ja, das kann ich nämlich bei den neuen gar nicht. So, neu, dann können wir einmal hier rüber gehen. Hier habe ich die zwei neuen liegen. Nehmen wir uns mal einen. So, da haben wir den neuen Dämpfer. So, dann einmal hier diese Kappen. Die kommen da ja noch drauf. Das sind beide gleich. Und zwar einmal hier oben. Die werden also nur so da drauf gesteckt. Und auf der anderen Seite auch. Ist natürlich bei jedem Fahrzeughersteller ein bisschen anders. Es gibt auch Dämpfer, die haben hier so Kugelköpfe drauf. Mit einem Splint, der da vorher rausgezogen werden muss. Ja, und die sind halt so. Das sind die alten Audi und VW Modelle, glaube ich, die hatten das so. Gut, ich habe jetzt die Bereiche sauber gemacht und die Teile zum Wiedereinbau. Ja, dann können wir den Dämpfer wieder einbauen. So, das heißt, den neuen Dämpfer hier unten einmal drauf schieben. So, und hier oben, seht ihr, passt nicht ganz, ich komme da nicht hin. Das heißt, ich muss die Haube jetzt noch mal anheben. Stell die Kamera noch mal auf die Seite. So, drücke die dann noch manuell ein bisschen nach oben. Boah, sehr mit Spannung. So, aber egal. Jetzt kommt dieser Pin da wieder rein. Von außen nach innen. So. Also ist unten noch mal rausgegangen. Will vielleicht doch besser oben erstmal einsetzen und dann unten. Das ist etwas leichter. So, jetzt einmal diesen Splintring. Da drüber. Ja, das war's schon. Und einmal unten das Blechding mit dem Widerhaken wieder unten einsetzen. So, der wird da einfach nur aufgeschoben. Bis zum Anschlag. So, die Haken könnt ihr noch mal ein bisschen nachdrücken. So, dass der auch schön fest sitzt. Ja, dann würde ich sagen, ist damit die eine Seite schon erledigt. Ja, nach dem Einbau des einen Dämpfers sieht man, die Haube bleibt schon so auf. Nichtsdestotrotz würde ich euch empfehlen, den zweiten Dämpfer aber unbedingt mit neu zu machen. Weil der hat auch nicht mehr so viel Power und ein neuer Dämpfer alleine packt das auch dann nicht. Also von daher unbedingt den zweiten immer mit neu machen, ja. Gut, dann geht es jetzt an die Beifahrerseite. So, auch hier mache ich zuerst die obere Seite wieder. Den einmal raus. Dann gucken. Die Stange lege ich mir jetzt mal hier hin. Hoppala. Dann gucken, dass ich den Splint da oben rauskriege. Ja, schon geschehen. So, und unbedingt die Halterung für die Haube wieder dran machen. Nicht vergessen. So, ich habe keine Lust, die auf den Kopf zu kriegen. Und dann das Plättchen da unten noch los. Na, das war schon etwas lockerer. Man sieht, es ist leicht verbogen.
werde ich gleich noch ein bisschen korrigieren, damit er besser packt, der Ring. Ja, dann kann der Dämpfer auch wieder raus. Hier auch wieder auf die Motorhaubenbefestigung achten, die einmal kurz abnehmen. Dann den Dämpfer raus. Ja, auch der merke ich schon. Der ist nicht mehr ganz trocken hier unten. Sieht man vielleicht. Ja. So, und auch hier gilt, wieder alles sauber machen und dann einbauen. So, habe den neuen Dämpfer hier. Die Plastikkappen habe ich schon draufgesetzt. An beiden Seiten. Ja, dann kann dieser auch eingebaut werden. So, hier habe ich mir jetzt mal gedacht, fange ich erstmal oben an. Ich glaube, das ist noch ein Ticken einfacher dann zu handeln hier mit dem Splint, der da reinkommt. Ja, deutlich einfacher. So, dann kann ich hier den Splintring wieder einsetzen. Das war schon locker. Ah, den bearbeite ich gerade noch mal. So, jetzt aber weiter geht's. Also, jawohl. Ja. Aber er hält. Tut das, was er soll. So, jetzt unten noch. So, um den jetzt da unten wieder drauf zu bekommen, nehme ich jetzt noch mal die Haltestange weg von der Haube. Stell die dann in die Ecke, die brauche ich wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr. So, dann hier rein. Die Haube wieder etwas hochdrücken. Da kann man jetzt so im Detail nicht sehen, ne? Aber er sitzt. So. Jetzt noch das Plättchen wieder drauf. So, sitzt. So muss er dann aussehen. Auch hier drücke ich das noch mal ein bisschen fest an den Seiten. Ja, da würde ich sagen, wieder etwas erfolgreich geschafft. Lass mal ausprobieren. So, dann lasse ich die Haube einmal runter. Boah, da merkt man schon richtig den Unterschied. Also ich muss schon richtig die runter drücken, weil die gar nicht will. So, und jetzt einmal auf. Boah, Wahnsinn, was für ein Unterschied. Ich lasse jetzt nur mal hier in dieser Stellung los. Und ich springe sowas von nach oben. Habe ich noch nie gekannt bei dem Auto. Ja, super. Sehr schön, das freut mich. Dann fällt mir so leicht keine Haube mehr auf den Kopf. Ja, dann hier jetzt noch die alten Dämpfer. Die können wir dann schön zum Schrott schmeißen. Die braucht keiner mehr. Ja, das war's mit den Arbeiten an dem Haubendämpfer. Und ich finde, es ist keine große Sache, oder? Also viele Leute kennen dieses Problem wahrscheinlich, wenn die Dämpfer nichts mehr sind, vor allem am Kofferraum. Passiert das ja auch öfters, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Und man ärgert sich dann immer, ist aber irgendwie zu geizig oder zu, weiß ich nicht, man hat keine Lust, da irgendwas Neues zu bestellen. Aber im Endeffekt ist es echt eine tolle Sache. Also ich bin froh, dass ich die jetzt getauscht habe. Wobei hier in die Haube, in die Innenseite, da kommt auch noch so eine Dämmmatte rein. Die ist auch noch richtig schwer bei dem Wagen, die wiegt einiges. Da kommen die Haubendämpfer, glaube ich, sehr gut an. Ja,
Gut, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich freue mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt ja gerne mal was in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas handhabt hier mit so Dämpfern. Wenn die bei euch kaputt sind, wechselt ihr die wirklich immer direkt oder lasst ihr es auch immer? Also ich habe jetzt auch Ewigkeiten gebraucht, bis ich das jetzt mal in Angriff genommen habe. Dabei ist es halt nur eine Kleinigkeit, aber gut. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst für weitere Videos. Werdet ihr direkt informiert dann. Lasst mal gerne ein Like da. Wenn euch im Speziellen der Audi 5000 interessiert, da kommen auch noch einige Videos in Zukunft. Und auch von meinem Audi 80 und Coupé. Da sind ja eigentlich überall noch Arbeiten, die anfallen. Ja, könnt ihr euch die dann anschauen. Also nochmals vielen Dank und tschüss zusammen.